Ich freue mich, dass ich heute in diesem Rahmen und in diesem beeindruckenden Netzwerk einen Use Case darstellen kann am Beispiel der Spinnen. Ich tue das ein bisschen stellvertretend für meinen Kollegen Hubert Höfer, der vom staatlichen Naturkundemuseum in Karlsruhe kommt und auf einem Sabbatical durch Skandinavien wandert und das deshalb heute hier nicht vorstellen kann. Ich erzähle mal so ein bisschen die Geschichte, wie wir zu diesem Use Case geworden sind. Wir haben von 2017 bis 2019 ein DFG-gefördertes Projekt gehabt, Aramob, das sich schon damals, weil das Herrn Höfer und mir immer ein großes Anliegen war, mit der systematischen Mobilisierung von Spinnendaten, deren Taxonomie und auch von der Anreicherung von deren Daten hinsichtlich Ökologie beschäftigt hat. Das war ein Verbundprojekt. In dem Projekt hat Frau Triebel vom SNSB München mitgemacht mit ihrem Team, Joachim Holstein und Ingo Wendt vom Naturkundemuseum in Karlsruhe, Herr Bach und ich hier aus Aachen und Herr Raub und Herr Höfer aus Karlsruhe. Und um dieses Projekt in die Verstetigung zu bringen, was natürlich uns damals auch schon ein großes Anliegen war, haben wir von Anfang an in Kooperation mit der Aachenologischen Gesellschaft gearbeitet, um für die Datenbank, die wir praktisch geschaffen haben, ein Portal zu schaffen, das dann auch verstetigt werden kann und das jetzt auch als Use Case hier in diesem Netzwerk zur Verfügung steht. Das Datenbank-Backbone ist sozusagen basierend auf Diversity Workbench, aus einzelnen Modulen, aus diesem Datenbankkomplex könnte man schon sagen. Und wir haben genutzt Diversity Collection als Sammlungsverwaltung, Diversity Taxon Names als taxonomischen Thesaurus, Diversity Sampling Plots als Sammlungsorteverwaltung oder auch für die Verwaltung der ökologisch aussagekräftigen Daten und Diversity Descriptions zur taxonomischen, morphologischen und ökologischen Beschreibung von Arten. Diese Module haben wir sozusagen befüllt mit Daten und um so ein bisschen, wir haben dazu Museumsdaten zusammengebracht, Sammlungsdaten mit Belegtlisten. Wir haben aber auch Forschungsdaten gesammelt über Spinnen, die wir bekommen konnten, um auch möglichst viele hochwertige ökologische Informationen zu integrieren. Das heißt, wir hatten in dem Modul Diversity Collection 130.000 Datensätze mit über 500.000 Individuen. Aus unseren Forschungsdaten hatten wir auch etliche Daten zusammengebracht und haben das in sozusagen alles in diesem Modul Diversity Collections niedergelegt. In dem Modul Diversity Taxon Names haben wir die Taxonomie sozusagen renoviert und auch mit automatisierten Listen mit Thesauren zum World Spider Katalog hinterlegt. Für die Araneen haben rote Listearten eingepflegt. Ich zeige später auch noch Beispiele. Dazu haben auch Trade-Listen eingepflegt. Und in dem Modul Diversity Sampling Plots, was für die Auswertung der ökologischen Daten besonders wichtig ist, haben wir mit einer standortbasierten hierarchisierten Datenstruktur im Grunde genommen ökologische Fundortdaten hinterlegt, die wir dann wieder mit sehr vielen Plotinformationen anreichern konnten. Zum Beispiel mit Koordinaten, Meereshöhen, naturräumlichen Gliederungen für die ökologischen Auswertungen, besonders wichtig auch mit möglichst detaillierten Standort-Habitat-Qualitätsdaten, die wir dann über EU-NIS-Listen und BFN-Biotoptypenlisten wieder sozusagen standardisiert haben, aber durchaus auch noch Informationen bis zu Pflanzengesellschaften hinunter. Die grafische Oberfläche von Diversity Collection, die ist hier mal kurz vorgestellt. Das heißt, in dem mittleren weißen Feld werden Informationen zum Sammlungsort und die Verknüpfung zu Sampling Plots dargestellt. Über die Sampling Plots können weitere Standortparameter wie EU-NIS kombiniert werden. Das haben wir dann im nächsten Schritt über das Aramob-Portal. Das sind die Portalseiten, die im Moment im Naturkundemuseum in Karlsruhe gepflegt werden, der Arachnologischen Gesellschaft sozusagen und auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gibt einen öffentlichen Teil. Der ist hier dargestellt. Das ist das Portal. Das heißt, die Daten sind öffentlich für alle User zugänglich. Die sind unabhängig voneinander auf jeder Ebene filterbar. Das heißt, man kann auf alle Kriterien, die ich jetzt erzählt habe, praktisch filtern setzen und bekommt dann sozusagen in dem allgemein zugänglichen Portal das heraus, was entsprechend diesem Filtern als Informationen drin ist.
Hier ist das auch mal an einem Beispiel dargestellt, zum Beispiel am Beispiel des Biotoptyps der Blockhalden. Kann man also fragen, welche Spinnenarten wurden auf Blockhalden in dem in Deutschland vorhandenen Datenpaketen gefunden. Und dann bekommt man hier als Information Artenlisten mit allen Tieren, die an diesen Standorten gefunden wurden, mit den Zeitpunkten, wann die gefangen wurden, wo die gefangen wurden. Das ist also sozusagen der öffentlich zugängliche Teil. Und in der weiteren Entwicklung des Portals haben wir dann den Mitgliedern der Arachnologischen Gesellschaft sozusagen über einen internen Login detailliertere Informationen zugänglich gemacht. Und hier möchte ich Ihnen ein paar exemplarisch nur zeigen. Das hier ist eine Trade-basierte Tabelle. Das heißt, da werden die Mobilisierung von Trades als Nachschlagewerk sozusagen zur Verfügung gestellt. Das ist filterbar nach Familien oder Gattungen. Es werden Links zu den wichtigsten arachnologischen Internetseiten angeboten. Und im letzten Teil haben wir dann auch versucht, Tools, interaktive Auswertungstools zu basteln, in R, Shiny programmiert, die dann sozusagen basierend auf den besten ökologischen Daten, die wir hatten, Forschungsdaten, verschiedene Informationen zugänglich machen. Und hier möchte ich Ihnen das nur noch mal am Beispiel zeigen. Da haben wir dann also eine interaktiv nutzbare Trade-Tabelle sozusagen hergestellt, die komplett herunterladbar ist, wo man auch eine Artenliste hochladen kann und dann die Trades, die zu diesen Arten passen würden, dazu bekommt und das dann wieder als sich runterladen kann und damit dann Auswertungen machen kann. Wir haben noch verschiedene andere Tools gemacht, da kann ich vielleicht ein bisschen schneller drüber gehen. Das heißt, im Grunde sowas, was Herr Hengi auch schon vor 20 Jahren gemacht hat, die Frage, welche Spinnenarten ist mit welchen am häufigsten gemeinsam auffindbar, haben wir also sozusagen die Spinnenvergesellschaftung angezeigt. Die kann man dann auch in verschiedenen Prozentzahlen, welche sind die 10 häufigsten Arten oder welche sind die komplett häufigsten Arten, kann man angucken. Und wir haben natürlich auch hier, um die ökologischen Daten irgendwie zur Verfügung zu stellen, die Biotoptypenanalysen gemacht und können dann also sehr schnell gucken, wie ist so ein Tier verbreitet? Hat das eine enge ökologische Präferenz in bestimmten Habitattypen oder hat das eine weite ökologische Amplitude? Man kann die Höhenverteilungen extrahieren und gucken, ob Tiere eher im Gebirge oder in der Ebene vorkommen. Man kann die Phänologien im Jahresverlauf sich auch ein bisschen angucken. Wo wurden die Männchen, Weibchen, die Juvenilen gefangen? Das heißt also sehr viel ökologische Information aus diesen Daten herausfiltern, wenn sie denn gut genug sind. Und das heißt, was sind unsere weiteren Pläne? Auch vielleicht als Use Case in diesem wunderbaren Netzwerk. Wir möchten die Akquise größerer Datenpakete vervollständigen. Das heißt, weiterhin hochwertige Daten einspeisen, auch vielleicht Daten aus Gutachten, die entsprechend geprüft werden. Ein Herzenswunsch von Herrn Höfer, das kann ich an dieser Stelle sagen, ist auf jeden Fall auch die Erarbeitung eines Metadatenkonzeptes, was ja sehr gut auch hier zu diesen übergeordneten Datenbankenideen passt. Wir möchten, dass einzelne Teilnehmer, die Daten einspeisen, Datenpublikationen dafür bekommen, DOIs für Datenpakete, die dann auch für die Zukunft gesichert sind und auch verstetigt werden können. Und es soll eine Kooperation zwischen den beiden Museen in Süddeutschland geben. Das heißt, zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, dass wir denken, dass unser Projekt eine sehr gute Möglichkeit bietet, mit der hierarchisierten Fundortdatenverwaltung ein gutes System zur Verstetigung großer nationaler und internationaler Spinnendatensätze zu liefern. Ich persönlich habe auch sehr viel gearbeitet im Pflanzenschutzmonitoring, auch im Biodiversitätsmonitoring, was die stoffbezogene Monitoring angeht. Und ich denke auch, dass diese Datenbankstrukturen im Hintergrund das A und O sind. Das heißt, nur wenn es uns gelingt, über die ständige weitere Befüllung und auch Qualitätskontrolle solcher Datenbänke die Aufnahme von aussagekräftigen Zeitreihendaten zu generieren. Und das ist ja das eigentlich wirklich Schwierige, auch jetzt im bundesweiten Biodiversitätsmonitoring. Nur dann können wir es am Ende schaffen, wirkliche Daten zu sammeln, die Änderungen, hier am Beispiel zur Spinnendiversität, aber es gilt natürlich auch für andere Gruppen, die so wissenschaftlich aussagekräftig sind, dass wir da wirklich die Dinge besser verstehen und eine ordentliche Datengrundlage haben. Ich hoffe, ich konnte eine kleine Lanze für die Spinnen brechen. Die sind nicht so populär und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich finde